So, nach einem kleinen Pipi-Unfall geht es weiter, ne Maya? Mein Cappuccino ist auch wieder am Start. Dann noch ein Snack-Teil für zwischendurch. Und dann geht's doch gleich los. Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal den ganzen Kleinkram, was man für so ein Baby eigentlich so hat, braucht, eventuell auch. Ich meine, das ist ja von Elternteil zu Elternteil sehr, sehr unterschiedlich. Manche befürworten das, manche das. Manche befürworten nichts von dem allen. Weil auch da mussten wir durch bei der Baby-Erstausstattung, welche kleinen Teile da eigentlich auf einen zukommen und was man eigentlich so benötigt und keine Ahnung, oder was vielleicht ganz nützlich ist. Diese ganzen kleinen Teile werden aktuell hier drin aufbewahrt in so einer schönen Kiste von Walworth. Hat zwei Henkel an der Seite und Klett. Das ist aber nicht Thema. Maya, hörst du auf, dich zu putzen? Dankeschön. Dein Geschmatze kann ich jetzt gerade nicht ertragen. Und ich dachte mir, ich zeige jetzt einfach mal, was wir schon haben an Kleinteilen. Sei es für die Sachen, die hinterher in die Küche kommen. Wie Flasche etc. Kleine Kleidungsstücke sind da noch drin und noch andere Dinger sind da mit drinnen. Solltet ihr Hintergrundgeräusche hören, ein Geschmatze, ein Gelecke, was weiß ich was, das ist der Hund. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Ja. Aber nicht lange schnacken, Kopf und Nacken. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was wir schon haben. Zum einen für den Herbst, Winter einmal Wollwachschüchen. Die haben wir letztes Jahr vom Weihnachtsmarkt gekauft in Burgheim bei uns in der Nähe. Haben wir die letztes Jahr gekauft auf dem Weihnachtsmarkt, weil dieser Weihnachtsmarkt war gleichzeitig auch ein Mittelaltermarkt. Und da hatten die einen Kinder-Baby-Stand gehabt und deswegen Wollwachschüchen für die kalten Wintertage. Oder für die kalten Herbsttage, wie auch immer. Deswegen einmal das. Dann geht's weiter. Da haben wir hier vom Verschenketag haben wir hier haufenweise solche Dreieckstücher mitgenommen, falls das Kind zahnt und sabbert oder keine Ahnung. Oder es einfach nur am Hals warm zu halten. Oder auch hier das gleiche Spiel, auch ein Dreieckstuch. Auch vom Verschenketag. Genau. Oder hier Spucktücher haben wir auch gefunden vom Verschenketag. Ist so. Für die nicht wissen, was Verschenketag ist, zumindest bei uns in Vogtsburg gibt es sowas. Ein-, zweimal im Jahr. Dass man einfach Sachen in Kisten, Kartons etc. einfach rausstellt, die man nicht mehr braucht, die man zum Verschenken einfach rausstellt. Das haben hier Menschen getan und da gab es auch durchaus Kindersachen, Babykleidung etc. Und da haben wir einfach auch Sachen eingesammelt, die wir brauchen könnten und die noch gut erhalten sind, wie zum Beispiel dieses Spucktuch. Das ist mir rausgerutscht. Ist ein Muslintuch, also aus so einem Muslin-Stoff und wird man brauchen. Ich glaube, Spucktücher und Feuchttücher werden unser bester Begleiter werden, gerade mit Baby oder später auch Kleinkind. Dann hier auch ein kleines Dreieckstuch mit Totenkopf. Haben wir auch beim Verschenketag mitgenommen und jetzt hier genau das Dreieckstuch. So ist es. Dann haben wir hier ein Dreieckstuch, nur ein bisschen größer. Ne, für ein Kleinkind ganz gut, mit so einem Bärchen unten drauf. Haben wir auch vom Verschenketag. Original ist es von Topo Mini oder so. Und es hat hier so ein Teddy-Flausch. Genau. Dann haben wir letztes Jahr auch beim Weihnachtsmarkt passend zu den, also nicht passend farblich, sondern zu den Wollwachschuhen dazu vom gleichen Stand ein Cord Dreieckstuch gekauft, genau hier. Da sieht man auch das Logo von denen. Haben wir dazu gekauft. Weil ich finde, Cord ist ein wunderschöner Stoff. Ich habe immer diesen Eindruck,
dass Cord irgendwie wieder zurückkommt, wieder in Mode kommt. Und ja, ich finde Cord wunderschön. Wenn es an mir ginge, hätten wir alles aus Cord, aber gut. Aber dann, es kommt ja der Herbst, der Winter und so eine Strumpfhose, finde ich, ist immer eine gute Sache. Kann man einfach das Kind mal in eine Strumpfhose packen und Ende aus. Hier haben wir von NKD. Upsala! Hier haben wir von NKD. Da steht drauf, I love Dad, I love Mom. Und am Po richtig süß, Love Mom und Dad. Genau. Jetzt hier weiter mit Strumpfhosen. Das sind einfach klar, das sind Klamotten, aber es sind halt auch so Kleinteile, einfach, die man so hat. Maja, geh ab. Du gehst auch mal Gassi. Ja, ja. Dann nochmal eine Strumpfhose. Das sind einfach so Kleinteile, an die man nicht denkt. So, also klar, wir haben daran gedacht irgendwie, aber dass doch so viele Kleinteile halt einfach hinzukommen. Wie so eine süße Strumpfhose in Größe 56. 50, 56, so einfach mal zum drunter ziehen oder einfach auch nur mal, um das Kind strampeln zu lassen. Genau. Dann haben wir hier nochmal eine Strumpfhose, die sind übrigens von NKD. Meine ich, genau. Hier, das ist die Vorderseite, einfach eine ganz einfache Strumpfhose. Ja, für Strumpfhosen wollen die teilweise auch schon ein halbes Vermögen haben, aber naja. Dann habe ich hier letztes Jahr gekauft zwei Paar Puma-Söckchen. Genau, da ist aber noch das Schildchen dran, aber gut, so gehen sie nicht verloren. Puma-Socken, Verzeihung, in Größe 15 bis 18. Dann hier vom Wolfort, genau. Hier einmal Söckchen mit Löwen, dann nochmal Söckchen in schlicht braun. War so ein Zweierpack. Dann haben wir hier aus der Schweiz letztes Jahr im Mai hier nochmal Dreierpack Socken gekauft mit Bärchen und Mami, Mi, Daddy steht da drauf. Und ja, das war in der Schweiz. Ja. Kann man nicht so viel zu sagen. So, dann kommen wir. Ach, wir haben da hier nochmal Socken. So, nochmal Socken. Die habe ich bei Vinted tatsächlich, da haben wir was bestellt gehabt. Da haben wir ein Body gekauft von Steif. Und da haben wir diese Säckchen geschenkt bekommen. Die waren einfach mit im Paket, die habe ich gar nicht mit dazu gekauft. Die waren einfach im Paket drin. Und ja, wurde uns geschenkt, voll nett. Dann hier diese Schuhe, hier habe ich schon Jahre zuvor gekauft. Die habe ich so 2018, meine ich, gekauft. Für einen anderen Zweck tatsächlich. Weil da waren Marco und ich auch noch gar nicht zusammen und ist auch egal, das ist ein bisschen drumherum. Mal gucken. Aber jetzt zeige ich euch die Schuhe. Ich quatsche hier zu viel. Hier, das sind auch so eine Art ja, Winterboots, also kleine Schüchchen, die halt auch ja, gefüttert sind. So, ne, die dann schön warm geben mit so einem Dingsbums. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Also mit so einem Verschluss, die sind mit Klett und sind halt mega weich, ne? Ja. Stelle ich mir ganz cool vor, wenn das Kind im Winter, im Herbst, Winter in der Trage ist, in der Babytrage und dann die Füße an den Seiten halt so abstehen oder rausgucken, dass man den Kindern einfach solche Schüchchen anzieht, damit es auch nicht kalt wird. Ne? Dachte ich, ist eine ganz schöne, coole Idee. Genau. Dann geht's weiter. Hier ist tatsächlich gerade noch ein Stirnband von einem Set, was ich im vorigen Teil gezeigt habe. Ja, werden wir mal gucken, werden wir unser Mädchen, also wenn es ein Mädchen wird, werden wir es vielleicht anziehen oder auch vielleicht nicht, je nachdem, wenn wir darauf Lust haben. Dann haben wir hier noch ein Halstuch, also noch so ein Dreieckstuch, falls das Kind Zahn sabbert etc. Oder einfach mal, wenn das Kind spucken sollte, vielleicht lohnt sich das ja auch. Vielleicht bewährt sich ja auch einfach so ein Dreieckstuch, anstatt immer diese Spucktücher. Dann haben wir für den Sommer natürlich, unser Kind kommt im Sommer, einen Sommerhut mit Nackenschutz. Hier mit Nackenschutz und so einem Segel vorne dran, so dass die Sonne das Köpfchen nicht irgendwie verbrennt. Genau, schlicht weiß, kann man unten dazu binden. Dann haben wir hier nochmal einen Zweierpack Mützen von Taco. Ja, um einfach das Köpfchen warm zu halten oder auch
einfach vor Einflüssen von außen zu schützen. Genau. Weiter geht's. Dann haben wir hier Fäustlinge. Sind auch tatsächlich eingepackt. Zwei habe ich schon rausgeholt und zu den 56er Sachen gelegt. Ja, weil ich denke, wir können die gut brauchen. Wir werden sie eventuell auch brauchen. Und da ist es gut, wenn man dann Fäustlinge hat, falls das Kind sich kratzen wird, etc. Weiß man ja nie. Und wenn nicht, ist es umso besser, wenn ja, es nicht gebraucht wird. Dann geht's weiter. Achso, dann genau. Dann ist hier noch, das gehört auch zum Mickey Mouse Set, eine kleine Mütze mit Öhrchen. So. Ganz schlicht und einfach. Dann haben wir, in einem Set, und dazu gab es dann auch noch, das seht ihr im letzten Teil des Set, dazu gab es dann auch noch so ein Latz oder halt so ein Halstuchlatz, wie auch immer. Das ist hier der Garden of the Galaxy Dingsbums. Hier Garden of the Galaxy, genau. Ja, süß. Genau, dann geht's hier weiter. So, machen wir einfach weiter mit Schnullis. So, da haben wir tatsächlich auch nicht gespart. Also, kurz zu mir oder zu meiner Vorgeschichte, als ich ein Baby war, vor 23 Jahren. Ich war kein Schnullerkind. Ich habe als Baby keinen Schnuller genommen. Meine Eltern haben mir einen gegeben oder mal reingesteckt und ja, ich habe ihn wieder ausgespuckt. Ich wollte keinen Nuki. Bei meinem Partner war es halt genau umgekehrt. Er war ein völliges Schnullerkind. Der hat Schnuller regelrecht bei sich gebunkert, als er klein war. Also Baby nur Schnuller und später als Kleinkind auch nur Schnuller. Und hat die bei sich gehortet. Einen im Mund und vier irgendwie in der Hand. Da zwei, hier zwei. Und ja, wir haben auch Nukis gekauft. Also hier einmal vom Babytream, der Eigenmarke mit Regenbogen und ja, irgendwie ein Bärchen drauf. Von 0, sieht man das? Von 0 bis 2 Monate. Ja, wir werden gucken, ob unser Kind Schnuller nimmt. Wenn unser Kind keinen Schnuller will, ist es schön. Wenn unser Kind einen Schnuller braucht, ist es auch nicht schlimm. Von daher so. Dann haben wir hier nochmal Schnuller für ein bisschen später schon. Von 6 bis 18 Monaten steht da. Das sind Nachtschnuller, die haben wir erst neulich gekauft. Falls es ja bei uns nötig wird oder unser Kind überhaupt einen Schnuller haben möchte, das ist ja auch mal so eine Sache. Genau. Ja, von 6 bis 18 Monaten. Ich weiß nicht, ob man sich an diese Vorgabe, also wir halten uns an diese Vorgabe von 6 bis 18 Monaten. Was ich mich nur dabei frage, ich meine, guck mal, also ich habe ja vor, wenn das Baby da ist, zu stillen. So. Und ja, ich weiß nicht, meine Nippel werden ja auch nicht größer. Also warum soll ich beim Schnuller immer kleiner oder größere Nukis kaufen, wenn meine Nippel auch nicht größer werden? Also die bleiben ja auch, ja, gleichbleibend so. Oder verändern sie sich? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sie sich in der Farbe verändern können, aber da immer irgendwie, ich weiß nicht. Also ich halte mich einfach mal an die Vorgabe, ne, um nichts falsch eventuell zu machen. Wenn ihr mehr dazu wisst, dann könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich bin da wirklich so ein bisschen am Rätseln. Aber gut, auf jeden Fall Nachtschnuller, dass man die auch schnell und gut wiederfindet. Was haben wir hier? Dann haben wir noch mal ein Paket Schnullis. Von 0 bis 6 Monaten waren die, glaube ich. Ich weiß es leider nicht mehr. In Pink, auch mit dem Regenbogen, auch vom Baby Dream. Und ja, Schnuller halt. Dann passend zum Schnuller haben wir natürlich auch eine Schnullerkette, die ist von Rossmann mit diesem Füchschen. So. Und ja, das ist halt eine Schnullerkette, ne? Hier nochmal eine Schnullerkette. Einfach so ein Schnullerband. Wir werden auch noch eine Kinderwagenkette holen und eine Cybex-Anhänger-Dingsbums. Und auch nochmal eine Schnullerkette, mit, ja, die personalisiert ist und ein bisschen mit Holz und keine Ahnung. Auf jeden Fall hier ganz günstig von DM Baby Cream so ein Schnullerband, dass die Schnuller nicht verloren gehen im besten Fall. Ja, ist halt ein Schnullerband.
Dann mache ich einfach mal weiter mit dem Milchportionierer. Das ist der billige, der günstige von DM. Ja, falls das Stillen nicht klappt, falls wir zufüttern müssen oder irgendwie sowas, weil das Kind einfach nicht satt wird. Milchportionierer. Ich glaube, der kostet 1 irgendwas beim DM oder 2 irgendwas. Der ist total günstig. Kann man hier aufmachen und das halt sich so staffeln, wie man es halt eben braucht. Hier oben, hoppala, ist auch so eine Öffnung. Und ja, ist halt vom Baby Dream. Wir haben auch nicht nur einen Milchportionierer, wir haben von Hip einen zweiten zugeschickt bekommen, aber deutlich kleiner. Besser als nichts, ne? So, dann haben wir hier, ganz wichtig, eine Flaschenbürste. Ich habe das Thema Flasche gerade schon ein bisschen angesessen. Falls wir mit der Flasche zufüttern müssen oder nicht stillen oder keine Ahnung, eine Flaschenbürste. Das hat hier im Kopf auch noch eine kleine Bürste für die Sauger, um die richtig auszuspülen. Und ja. Genau, jetzt rede ich nicht mehr. Ich mache hier gerade weiter. Eine Haarbürste auch vom DM, werden die meisten kennen wahrscheinlich. Baby Love Natur Baby Haarbürste, 100% Ziegenhaare. Und die ist halt mega kuschelig, mega weich. Gut für Babys Kopf wahrscheinlich. Und ja, eine Bürste halt aus Holz. Dann hier, das haben wir in Frankreich gekauft, spontan im Intermarché. Stimmt das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube im Intermarché eine Nagelschere für Baby mit Kappe und ja, das ist halt eine Nagelschere, ne? So. Dann hier Thema Baden kurz angerissen. Badethermometer mit so einem Frosch vom Baby Love. Auch vom DM Eigenmarke, um die richtige Temperatur schon im ersten Kühlbeißring gekauft einfach letztes Jahr. So, klar werden viele vielleicht sagen, Kühlbeißring. Und ja. Dann haben wir hier mitunter das erste Spielzeug. Wir haben und ja, hier eine kleine Rassel auch vom DM. Ja, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber wahrscheinlich schon. Ja, eine Rassel halt eben. Genau. Und das war ein Schluck. Sorry. Oh. Hier auf deinem Platz, Maya. Wir haben schon Flaschen. Eine ist jetzt noch da oben in dieser Rossmann-Tasche von diesem Babyclub. Oder hatten wir eine Nook-Flasche drin, eine kleine. Wir haben die auch noch in einer anderen Farbe selbst gekauft. Und ja, da fangen wir mal an mit den Flaschen. Wir haben Plastikflaschen und wir haben Glasflaschen. Also wir haben da so ein gesundes Gemisch von allem. Und was guckst du mich so doof an? Du denkst ja auch, was labert die für eine Scheiße. Ne? Einmal hier Nook von 0 bis 6 Monaten. So eine Flasche aus Plastik und ja, First Choice Plus 0 bis 6 Monate. No Kohle, klinisch getestet. Der Hund auch, ist auch klinisch getestet. Nummer 1 in deutschen Kliniken und na Maya, komm mal her, was jetzt? Na, lass die Babysachen in Ruhe, ich mag das nicht. Genau, so eine Flasche halt eben, größere Flasche, die haben wir beim, lass jetzt. Super, die haben wir beim Verschenketag gefunden, die war einfach in so einer Kiste drin und ja, die hat auch einen Stopper dabei, die hier, die ich da vorne gezeigt habe, auch ein Stopper dabei, weil ich oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Flaschen das haben. Unsere Mamm-Flasche, die wir von Rossmann haben, die hat das zum Beispiel nicht. Die hat auch einen Stopper dabei von Nook, nur bis 6. Ja, und die ist halt aus Glas tatsächlich. Ja. Etwas kleinere Flasche, das war die erste Flasche, die bei uns eingezogen ist, die ich gekauft habe beim DM. Mit so Heißluftballone, Ballons drauf und ach, wie heißen die Dinger da am Himmel? Wolken, jetzt hab ich's. Genau, mit Plastikdeckel wie jede Flasche und halt auch, Sekunde, mit
Absturz. Mit Absturz habe ich die gekauft. Sondern mit diesem Stopper, der war schon dabei. Auch nochmal eine Nuckflasche, die haben wir auch im Februar gekauft gehabt. Disney Baby, das ist auch wieder eine Plastikflasche. Und hier sieht man halt auch die Stufen von diesen Flaschendingern da, welche Stufen es gibt. Ja, ob wir sie letztendlich brauchen werden, das wird sich herausstellen. Und wenn nicht, dann eventuell fürs zweite, dritte Kind. Und ja. Kannst du dann hier eine Mampflasche gerade noch? Die haben wir vom Rossmann gekauft. Die ist wieder aus Glas. Wir sehen uns wieder vor heute. Euch noch einen schönen Donnerstag und einen schönen Abend. Also bei uns ist es jetzt schon Abend, bei euch wahrscheinlich auch, je nachdem. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.